Hallöchen, Freunde, und willkommen zurück zu Edna bricht aus. So, wir haben dem Alumant das letzte Mal einen kleinen Schlag verpasst. Das heißt, das Antioxidationsmittel ist unser. Jetzt, wo du ein Energiewesen bist, brauchst du das doch sicher nicht mehr, oder? Wuga! Wuga! Eine Bank. Kann ich die nutzen? Keine Zeit auszuruhen. Okay, dann halt nicht. Hallo, Alu, alter Upsa. Hund. Wuga! Okay, ich glaube, da geht nichts mehr. Wir könnten jetzt zurück zur Anstalt. Wir könnten die Straße hier noch weiter. Mal zur Straßensperre gucken. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mit den Antioxidationsmitteln jetzt noch irgendwas machen müsste. Blase. So, was macht man hier? Da ist eine Erste-Hilfe-Kasten. Die nehmen wir erstmal mit. Nanu, der ist ja festgeschweißt. Ach. Die Farbe gefällt mir nicht. Das ist mir doch egal. Der ist festgeschweißt. Leere Erste-Hilfe-Kästen pflastern den Weg meines Poloschlägers. So, was haben wir denn hier? Der Zündschlüssel fehlt. Okay. Der Anzünder fehlt. Okay. Das Lenkradschloss ist aktiv. Okay. Oh oh. Hey, was ist das? Ist da jemand im Auto? Nö, nö. Ja. Oha, das Auto beginnt zu rollen. Sehr gut. Hey, was soll das? Stopp! Edna sollte vorher eigentlich noch aussteigen, verdammte Axt. Verdammt. Und ich war noch gar nicht im Wald. Ah, oh, puh. Pass auf, ich mach folgendes. Ich muss nochmal ganz kurz hier runter und hier rüber dann, ne? Zum Uferweg. Ich behalte den Po. Vielleicht wohnt ein unheimliches Sumpfding in diesem Modderloch. Na, glaube ich weniger. Hoffentlich spielt es auch so gerne Polo. Polo. Huhu. Wenn dort unten jemand mit einem Betonklotz an den Füßen ist, will ich es nicht wissen. Tief und unergründlich. Ich versündige mich nur an fremdem Eigentum, nicht an der Umwelt. Okay. Also, wir bräuchten dann vielleicht irgendwie eine Brücke hier rüber. Uferweg waren wir. Wir können noch mal kurz Richtung... Vergiss es. Dorthin bringen mich keine 10 Pferde mehr. Oder andere Tiere. Okay, dann da lang, da lang. Was haben wir hier? Brückengeländer. Da unten kann ich den Fluss sehen. Schön. Da sind noch weitere Fahrzeuge. Sogar die Polizei. Ich muss einen anderen Weg finden. Upsa, Entschuldigung. Ich muss... Was? Da sind noch... Wo soll ich denn jetzt hier einen anderen Weg finden? Dann müssen wir hier zurück. Hier zurück. Da runter. Oh, hallo. Hallo. Hast du alles gut überstanden? Jojo. Ich gehe da. Okay, hier kann man auf jeden Fall nichts weiter machen. Was ist denn mit dem Topf eigentlich? Was soll ich denn mit einem Eimer Sumpf? Wir könnten dem bösen Lago Lagrande eine Falle stellen. Wer ist denn Wo Lago Lagrande? Du nur diesen Nonsens auf. Ich lese viel. Antioxidationsmittel. Kann man da Haare färben? Die soll meine... Sir Alumant? Hallo Alu, Alter. Puh. Okay, da funktioniert gar nichts mehr. Guck mal, Alu.
Ich habe hier ein Zehntel eines zehnteiligen Topfsets. Aha. Und weiter? Eigentlich nichts weiter. Na dann. Wuga! Wuga. Hey, hallo, alter Pirat. Hallo, Harvey. Passt du auch gut auf Edna auf? Na klar, Alter. Warte mal. Kannst du etwa verstehen, was er sagt? Naja, nicht immer. Das wäre ja auch ein dicker Hund gewesen. Nicht immer. Guck mal, Alu. Ich habe da einen astreinen Poloschläger. Aha. Und, na dann? Guck mal, Alu. Aha. Guck mal, Alu. Aha. Na dann? Guck mal, Alu. Aha. Na dann? Wuga. Nein, nein, ich bräuchte... Hey, Alu. Ich nehme an, du... Ja. Dafür wäre ich dir... Guck mal, Alu. Ich habe mir extra für dich einen Zehennagel abgekaut. Aha. Na dann? Hey, Alu. Ich könnte dir 3 X auf den Umhang malen. Oder in den Nacken. Ich nehme an, dafür... Guck mal, Na dann. Guck mal, Alu. Das hier ist der grandiose Generalschlüssel. Aha. Na dann. Möchtest du dein Antioxidationsmittel zurückhaben? Wozu? In den Sphären, in denen ich mich jetzt bewege, gibt es keinen Rost. Wuga! Wuga. Okay. Ja. Verflucht stabiles Parkanlagenmöbel. Dann kritzeln wir das halt einfach voll. So, ansonsten haben wir hier wirklich... Oh, der Mond. Das ist kein Mond. Das ist eine Raumstation. Ach so. Au! Lieber nicht. Für ein Mondscheinbad brauche ich Lichtschutzfaktor 0,04. Schon Kaiser und Könige wollten den Mond mit Gold aufwiegen. Vergebens. Tja, aber wieso ist er hier? Passt nicht ganz, fürchte ich. Mit etwas Stopfen? Nein. Lieber nicht, das würde alle Mondsüchtigen deprimieren. Selbst wenn ich das könnte, würde ich es nicht tun. Dr. Marcells Name auf dem Mond. So weit kommt's noch. Na, aber Ednas Name, oder? Ja, das wäre cool. Das gute Edna was hier auf meinem Lieblingstrabanten. Der Lieblingstrabant? Ich glaube nicht, dass das ein Poloball ist. Da müssen wir bis Vollmond warten. Sieh mal, Harvey, der Mond. Okay, bringt mir auch nicht viel. Sieh mal, Harvey. So, hier kann man ja mal effektiv auch nichts machen. Da ist eine Kirche. Ein Haus mit Zipfelmütze. Genau. Hallo? Ist okay. Dazu muss ich erstmal... Man kann hier aber auch nicht irgendwie... So verzweifelt bin ich noch nicht. Davon hat mir mein Chiropraktiker abgeraten. Dafür ist die Brücke wohl ein wenig zu robust. Guck mal, Harvey, ein Brückengeländer. Eine gute Stelle für ein Abschleppseil. Och Mann, Harvey! Jetzt hast du das ganze Rätsel verraten. Oh, ich dachte, ich gebe mal einen Hinweis. Du bist so ein Trottel. Was soll denn das für ein Hinweis sein? Eine gute Stelle für ein Abschleppseil. Oh Mann, das ist doch kein Hinweis. Das ist die Lösung aus Posaunen. Sorry. Ja, ganz toll. Jetzt hast du dem Spieler den ganzen Spaß verdorben. Das zwischen den Screens hin und her gerenne, die sinnlose Herumprobiererei, das Pixelhunting. Und schließlich das Online-Gehen und in der Komplettlösung nachlesen. Böser Harvey. Böser Harvey.
Danke, Harvey. So, wir brauchen ein Abschleppseil. Wo soll ich denn jetzt ein Abschleppseil herkriegen? Für so eine Stelle wären eher Spraydosen angebracht. So könnte man es sich als Suizidgefährdeter hier richtig schön bequem machen. Vielleicht... Warte mal. Na gut, trennen wir die beiden Lappen. Bitte nicht. Manche Dinge gehören einfach zusammen. Also ja, hatten wir ja schon. Oder... Ach. Abschleppseil. Oh, halt. Hast du... Darf ich... Klar. So. Vier? Die letzte. Richtig. Zweite Runde. Zwei? Die zweite von links. Sicher? Logisch. Richtig. Dritte Runde. Eins. Gleich die erste Karte. Sicher? Na, logisch. Richtig. Du hast es geschafft. Autsch. Ich habe einen elektrischen Schlag an der Karosserie bekommen. Verrückt. Ist sonst... Nee, nichts mehr. Und hier gibt's auch nichts Seilmäßiges, ne? Oder etwas, das man Seil nutzen kann oder umbauen kann. Genug nee. Gespielt. Lass die- wow. Er hat einen richtig zu einem. Vielleicht ist es... So, Autowrack, Tümpel. Schau mal, Tümpel. Tief und unergründlich. Autowrack. Das wird nie mehr einen Oldtimer-Preis gewinnen. Nee, nicht wirklich. Damals war die Leichtbauweise noch nicht so entwickelt. Oh, Kofferraum, Kofferraum. Lea, bis auf ein Abschleppseil. Nimm mit. Ich nehme das Abschleppseil. So, gut, dass ich ein Abschleppseil habe. Und runter. Von hier aus ist das zu gefährlich. Ach so. Ja, dann schwingen wir uns halt über den Fluss. Brr, ist es nicht zu kalt zum Schwimmen? Das heißt ja auch nicht schwimmen, du Nuss. Oh, was haben wir denn hier? Ein Tor. Dieses Tor wird mich nicht aufhalten. Geht nicht, das Schloss ist zugerostet. Ach so, na das. Mal sehen, wie gut dieses Zeug wirklich ist. Tja. So. Ein Friedhof. Hier liegt Henry Miller. Er wurde in jedem Jahr Trinkmeister. Hier liegt Henry... Er wurde... Hier ruht... Mathis Konrad? Das hier ist das Grab meines Vaters, Harvey. Also stimmt es. Er ist wirklich... tot. Was mache ich nur, Harvey? Wo soll ich bloß hin? Beruhige dich, Edna. Lass uns einfach an unserem Plan festhalten. Wir schlagen uns nach Hause durch und dann suchen wir belastendes Material gegen Dr. Marcel. Genau. Man wird sich dann schon um uns kümmern. Kann ich das sauber machen? Das wäre nicht taktvoll. Okay. Sieglinde. Eiskunstlauf bis in den späten Frühling. Klaus Peter, Staubsaugervertreter. Mhm. Kirche und Tür und Kirchentor. Dann auf zur Tür. Ob das jetzt hier drin halt? Das ist sowas wie eine CB-Funkanlage für Theologen. Den nehme ich mit, wenn ich mit meinem Möbeltransporter in der Gegend bin. Okay. Ich finde den Power... Da gibt's keinen Power-Knopf. Das Firmenlogo. Jeder nur ein... Ach nee. Kerze, Stuhl, Kanzel. Ein Vorläufer des Fernsehers. Ich bin nicht so der pastorale Typ. Nicht? Das geht leider nicht. Ich habe meinen Kanzelbeutel in der Anstalt vergessen. Ein Kanzelbeutel, okay. Kenne ich jetzt so nicht den Ausdruck. So, ansonsten, da geht's lang und hier geht's nicht lang. Okay, dann gehen wir mal zur Tür.
Weiß hell? Ja, moin! Nicht gerade die Naumburger Dompfeifen? Oh Gott. So, da muss ich mal ganz kurz, das ist, glaube ich, wichtig. So, mal ein Foto gemacht. Was? Geldofs Mom. First Steps. Nicht gerade die Naum. Es läuft ein Musiksender. Ja, ist okay. Damit kann die Musik nicht mehr an den Ohren vorbeigehen. Keine Zeit, Musik zu hören. Ja, dann nimm's mit. Hey, Finger weg. Der war teuer. Entschuldigung. Keine Zeit, Musik. Genau, in die Kirche einbrechen und die Stereoanlage klauen. Geht's noch? Oh, Entschuldigung. So. Verstärker. Hey, Finger. Ja, ist ja gut. Verstärker, Verstärker. Sofa. Sieht gemütlich aus. Na, red mal mit dem Jungen hier. Hallo, du hast Besuch. Einen Augenblick, ja? Ich will das hier sehen. Aber ich brauche Hilfe gegen den bösen Dr. Marcel. Warte mal. Du bist Edna, die Tochter von Mattis Konrad. So, was? Richtig. Du kanntest meinen Vater? Ob ich deinen Vater kannte? Die Geschichte um deinen Vater ist legendär. Weißt du etwa nicht mehr, was damals passiert ist? Nein, ich habe tatsächlich alles vergessen. Raus damit. Ich will alles hören. Ja. Ich denke, du solltest es erfahren. Oh ja, bitte. Du weißt sicher, dass dein Vater wegen Mordes an einem Kind verurteilt wurde. Er bekam die Todesstrafe. Ja, ich habe das gehört. Aber ich kann's nicht glauben. Er ist es auch nicht gewesen. Ich wusste es. In Wirklichkeit hat sich die Sache nämlich folgendermaßen abgespielt. Dam, dam, dam. Was ist das? Spielt da jemand auf der Orgel? Das ist doch jetzt unwichtig. Erzähl einfach weiter. Nein, ich muss nachsehen. Nein, erzähl mir die Geschichte. Nein, du wirst sterben. Warte hier bitte und fass nichts an. Schon gut. Versprich es mir. Ja, ja, ich fasse nichts an. Versprochen. Sehr brav. Bis gleich. Der Schwarze stirbt immer zuerst. Wenn ich wieder zurück bin, erzähle ich dir alles. Das ist eine Fachzeitschrift für Gitarristen. Ich habe keine Zeit auszuruhen. Naja, vielleicht irgendwas zwischen den Ritzen. Ich nehme das in mein cooles Ideeninventar auf, okay? Wenn du leck mich meinst, dann sag auch leck mich. Das ist so richtig. Da weiß jeder, woran er ist. Der kriegt hier keinen Strom. Ich müsste den irgendwo anders aufstellen. Ja, wie denn, wo denn, was denn? Ich bringe ihn besser irgendwo hin, wo noch eine freie Steckdose ist. So, jetzt bekommt er auch Strom. Und die Akustik ist hier auch besser. Das stimmt durchaus. Ich bin nicht so der... Ich schlepp den. Ja, kann ich das jetzt hier nicht spielen oder so? Schade. Genau. Geht's noch? Keine Zeit muss. So, dann stöpseln wir den mal damit rein. Ich will nicht mit Kopfhörer, sonst hätte ich den Verstärker auch nicht. Ja, dann spiel doch so. Rock'n'Roll, Baby. Ich schlepp. Der hat ordentlich. So. Vielleicht Fußnagel als Pleck. Edna, Edna, Edna! Ich habe die Idee! Nur drei Worte: elektrisch, verstärkte, Fußnägel! Ich habe auch drei Worte, Harvey.
Vergiss es sofort. Fußnagel Black des Schicksals. Rock'n'Roll. Ja, unser Freund der Pfaffe ist tot. Was gibt's hier noch so? Kann man das mitnehmen? Es hängt gut, wo es hängt. Okay. So, das ist aus. Nicht doch. Erst lassen wir uns für geistig gesund erklären. Dann können wir immer noch Fernseher aus Kirchen klauen. Okay. Keine Zeit, muss. Okay. Nette. Gitarrenverstärker, Kanzel. Ich bin nicht. Ein Vor. Ich bin nicht. Dann gehe ich jetzt. Seltsam. Jetzt ist plötzlich abgeschlossen. Uncool. Vor allem, was soll ich jetzt machen? Was hältst du davon, Harvey? Rock'n'Roll! Ja, bitte, dann beginn doch einfach. Wollen wir den Poloschläger elektrisch? Nein, er hat auch so schon. Man kann nie genug. Elvis was hier. Edna was hier. Ha! Topflappen sind was für Weichnasen. Beim Gitarrespielen müssen die Fingerkuppen in Flammen stehen. Lieber nicht. Warte mal kurz, vielleicht muss ich ja hier. Egapte. Okay, man kann hier soweit nichts machen. Das ist eine heftig, heftig, heftig. Mit dem Fach. Das interessiert. Hihi. So, aber was mich jetzt gerade stutzig macht, da ist abgeschlossen. Ich finde die. Das bedeutet ja, wir müssen irgendwie gucken, dass wir hier was machen können. Meine Gitarrenkünste sind etwas eingerostet. Ach, wir könnten ja einfach ein wenig drauf los. Ja, das könnten wir. Das ist ein G. Der Topf hatte Verstärkung angefordert, aber das Gemüse war noch immer in der Überzahl. Ich habe die Notfallhotline draufgeschrieben. Für? Musiker brauchen immer einen direkten Draht zur Bar. Ach so. Edna. Ich vergesse. Das hatten wir schon. Sofort. Der Doktor hat es nicht verdient. Ich wünschte, wir hätten die. Dann könnten wir auf den Bahamas gefälschte Autogrammkarten verkaufen. Warum auf den Bahamas? Wegen der Delfine. Klar. Logisch. Lieber nicht. Es gibt keine Ersatzseiten. Doof. Ha! Bald. Ja, was mache ich denn nun? Ich will nicht, sonst hätte ich. Der Altar hat nur einen Chinch-Ausgang und ich habe keinen Adapter. Das ist doof. Bist du gläubig, Harvey? Ich glaube, dass Elvis noch lebt. Zählt das? Es ist eine Art von Glauben, von daher akzeptiert. Ja, ich ziehe jetzt wohl irgendwie in der Falle. Nicht doch, Harvey. Erst lassen wir dann. Nicht gerade die. Nicht gerade. Nicht gerade. Nicht gerade. Nicht gerade. Ich habe kein.
Keine Zeit? Ja, Wieder da reinstöpseln? Na gut. Ich hab keine Ahnung, ne? Keine Zeit. Nicht doch. Erst lass dann können. Der Fernseher, der hat weder Kopfhörerausgänge noch digitale Bildstörungen. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Müssen dann wohl wieder mal alles irgendwie mit allem kombinieren. Welt. Ja, da ist abgeschlossen. Das haben wir jetzt auch schon rausgekriegt. Nein, ich respektiere fremde Kulturen und ihre rituellen Kultstätten. Wollen wir Jesus ein Bad malen? Später. Der hat ein. Scherze über Christentum sind auf jeden Fall ein heißes Eisen. Von solchen Eisen habe ich noch eine Menge im Feuer. Amen. Nein, ich... Ob es ein Gebot gibt, du sollst nicht Gottes Unterschrift fälschen? Wenn er denn eine hat. Ich habe den Doktor ins Gästebuch eingetragen. Gleich nach Samuel. Okay, Gästebuch. Das ist ein Altar und kein Mitbringbuffet. Ich habe den Barmann ins Gästebuch Johannes? Eingetragen. Gleich nach Jeremia. Ich dachte vielleicht nach Johannes dem Säufer. Das ist ein Altar. Gute Idee. So sollte ich endlich Zugang zur Religion bekommen. Irrtum. Irrtum. Das Christentum zu entrosten wäre eine Lebensaufgabe. Naja, recht eingerostet. So. Die braucht er nicht. Er kann meine Gebete auch so ignorieren. Auch nicht schlecht. Um Jesus Achselhöhlen zu entrosten, bräuchte ich eine Drahtbürste. Gute Idee. Er sieht hungrig aus. Jesus braucht keine Unterschrift vom Barmann. Er Warum kann nicht? Jederzeit Wasser in Wein verwandeln. Ja, aber es geht ja um die Unterschrift. Ich habe Jesus ans Kreuz gefußnagelt. Der war gut. Jesus braucht keine Therapie. Er braucht einen Ernährungsberater. Lass uns Jesus Unterschrift fälschen. Wir könnten ihn dann heimlich zum Schwimmkurs anmelden. Jesus kann übers Wasser gehen, Harf. Ach ja. Nein, ich respektiere... Harvey is hot. Jesus not. Harvey is odd. Jesus not. Harvey is God. God is not. Harvey is God? Ich lach mich tot. Oh Mann. Wollen wir Jesus ein Bad... Spät. Nein, ich... Das klappt. Das klappt. So, ich brauche einen neuen Fußnagel. Bist du gläubig? Ich glaube, zählt. Ui, eine Kanzel. Darf ich freie Liebe predigen? Nicht jetzt. Wozu? Es predigt gerade niemand. Tja, alles gerade ein bisschen kompliziert, ne? Ja. Mal gucken, wie wir da nächstes Mal weitermachen. Wo wir denn vor allem weitermachen? Weil viel Auswahl haben wir ja nicht, ne? Ich sage jetzt erstmal vielen lieben Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein und fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Macht es gut und Tschüssikowski.